Ich grüße euch zu einer weiteren Folge Super Voten GP bei Alles Furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Ja, wir haben beim letzten Mal endlich mal wieder ein bisschen was gewinnen können. Und ich bin ja gewillt, das heute fortzusetzen. Was wir noch haben ist, wir haben den Stratos. Das ist ein Rallye-Fahrzeug. Ach, das ist ein Rallye-Fahrzeug. Ja, blöd. Weil mit dem... Moment, kann ich mit dem? Wir könnten nochmal probieren. Jetzt bin ich neugierig. Ich habe ja schon mal gesagt gehabt, ich wollte eigentlich mal probieren, ob man mit einem Rallye-Fahrzeug auch Straßenrennen machen kann. Und wir probieren mal, ob das geht. Das geht tatsächlich. Und damit sind wir ja jetzt auch on point, weil wir haben ein 250er-Fahrzeug auf einer 250er-Event. Mal gucken, ob das gut geht. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, weil es den Stratos, hier sieht man den, ja, da fährt er neben mir her und da vorne fährt auch noch einer. Heißt, die sind auch immer in solchen Rennevents irgendwie vertreten. Wenn ich den jetzt nicht hätte fahren dürfen, das wäre schon ein bisschen seltsam gewesen. Habe ich den gerade so ein bisschen jetzt ausbefördert? Nein. Also der ist natürlich mit seinen 250 jetzt echt optimal für das Event hier, weil der wirklich am Limit des Erlaubten ist und somit haben wir jetzt auch fahrzeugtechnisch keinen Nachteil. Und ich glaube, bei dem Event, ich habe es schon ein oder zweimal probiert. Erstens mal, ich habe es ja bisher noch gar nicht gewonnen. Das ist ja witzig, ich bin trotzdem schon mal schneller gewesen auf der Strecke. Aber ja, mit dem Auto sollte das jetzt eigentlich ganz gut möglich sein. Man sieht auch, welchen Hauptsponsor das eigentlich mal hätte haben sollen, ne? Also wenn das jetzt eine Lizenz hätte. Großer Zigarettenhersteller. Und natürlich beim letzten Mal schon erwähnt, ich glaube, da hat er auch irgendwas mit einer bekannten Fastfood-Hühnchenkette da am Hut. Und ich muss sagen, das Ding klingt ganz gut. Also halt im Rahmen der Engine, die wir da halt bespielen. Okay, das war mal wieder zu viel gewollt. Ich dachte, ich komme hier mit voll Stoff durch. Eigentlich müsste der doch neben der Strecke gar nicht, oder er dürfte ja gar nicht so viel Tempo verlieren. Ist doch ein Rallye-Auto, dachte ich. Aber auch der, sobald er mal irgendwie so gefühlt auf die Begrenzungslinie kommt, sagt die Geschwindigkeit, ja nö, ne, heute nicht mehr. Aber Kurven mag der auch nicht so sehr.
Wahrscheinlich, da passt die Bereifung wohl einfach nicht. Also ja, echt witzig, dass ich auf der Strecke mit irgendeinem Fahrzeug schon mal schneller war und trotzdem das Event bisher nicht geschafft hatte. Oder vielleicht, also was ich mir natürlich auch vorstellen könnte, ist, dass man hier ein bisschen Glück haben muss, welche KIs zugelost werden. Vielleicht ist auch das eine Möglichkeit, dass hier, dass das Spiel einem da so ein bisschen, zwar von den Autostärken her was Ähnliches immer wieder reinmogelt, aber halt dann von den Stärken halt aus dem Autopool quasi gewählt wird. Und wenn halt die KI dann jetzt auch nicht unbedingt mit dem Auto gesegnet ist, was halt zu dem Kurs passt, also was weiß ich, zum Beispiel als irgendwas, was auf der Strecke jetzt ultra gut in Kurven, aber halt nicht so gut auf Geraden ist, dann hat man halt verhältnismäßig leichteres Spiel. Das könnte natürlich auch ein Punkt sein. Das weiß ich nicht, ob die KI da immer fix eingeteilt ist, was da halt kommt. Das ist aber auch, also, das habe ich auch bisher noch nicht verstanden. Da hatte ich gerade, als ich das Auto überholen wollte, hier das Gelbe, links von der Strecke so einen kleinen Asphaltstreifen. Fahre ich drauf, jetzt Auto langsam. Das bricht mit allen Regeln in sämtlichen anderen Rennspielen. Und vor allem ist es auch eigentlich so ein Ding, was man halt immer macht. Also, wenn man so ein bisschen sich mit Rennfahren beschäftigt, nutzt einfach immer die gesamte Strecke. Es gibt da so ganze Lehrbücher drüber, die sagen: Liebe Leute, wenn ihr Rennen fahrt, ihr habt für die ganze Strecke bezahlt. Also nutzt auch die komplette Strecke und nicht nur die halbe. Und dazu gehören dann eben auch Curbs und halt auch so ein paar asphaltierte Auslaufzonen dazu, solange es nicht verboten ist. Also Stichwort, die weißen Linien sind Limit, wie zum Beispiel in der Formel 1. Warum soll ich das nicht machen? Gutes Beispiel sind ja auch die Indycars, wenn die in Circuit of the Americas fahren, also das, was die Formel 1 auffährt. Da gibt es so eine spezielle Kurve, da fährt die Formel 1 eigentlich auch schon ziemlich weit raus. Die haben aber dann tatsächlich halt so spezielle Track Limits vorgegeben. Und die Indycars, die scheißen halt drauf. Also die fahren da halt einfach komplett raus, weil halt einfach der komplette Auslauf ist asphaltiert. Also sagen sich die Indycars, ja, wir dürfen es, warum sollten wir es nicht machen? Ja, also Kurvenradius so weit und mehr Geschwindigkeit durchnehmen. Und ja, schon passt es. Jetzt haben wir noch eine Runde. Wir sind ja schon fleißig um die Runden. Ich glaube, wir haben auch einen guten Abstand zum zweiten. Mal diesmal außenrum, damit wir hier nicht wieder den bösen Asphaltstreifen berühren. Dafür berühren wir hier halt einfach wieder den Dreck. Ja, also der Stratos ist auf jeden Fall so ein Fahrzeug, das findet man glaube ich mittlerweile so in allen möglichen Rennspielen an, die entweder was mit Rallye zu tun haben oder halt aus verschiedenen Epochen Fahrzeuge abbilden. Der war bei Art of Rally dabei, der war bei Rush Rally dabei, der war bei Dirt dabei, er ist wirklich überall dabei. Ist aber ein cooles Auto. Nur bei Dirt war der ziemlich zickig, kann mich erinnern. So. Gib mir da eine schöne Belohnung. Und ein neues Auto, da guck mal her, das ist doch so ein Alpine. Gucken wir mal, was der nämlich kann. Vielleicht könnte man nämlich da den Rallye-Strang mal ein bisschen weitermachen. Das könnte tatsächlich gehen, 300. Und die 400, wir haben bis 400 erlaubt. Das heißt, wir probieren das nochmal. Da bin ich ja beim letzten Mal auch ein bisschen gescheitert mit meiner 200 irgendwas Schüssel. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen weiterkommen.
zwar 400, aber vielleicht wenigstens die Silbermedaille, das wäre gut. Oh je. Jetzt wieder umstellen von einem normalen Straßenkurs auf so ein Rally-Ding hier. Oh nein, ich hänge schon wieder an der Wand. Irgendwann werde ich diese Rally, irgendwann werde ich die auch mal schaffen, ohne dass ich da an der Wand anschlag. Ich habe mich auch schon wieder in der Wand gesehen. Nee, das ist auch wieder ein schneller als mit einem anderen Auto. Ah, ja, gut, aber ich fahre ja auch mehr quer als sonst irgendwas, also keine Chance. Ja, okay, keine Chance. Es sind, glaube ich, auch immer dieselben Stellen. Ne? Wenn du die Dinger nicht auswendig kennst, die Strecken, und immer so, ja, wie du es halt siehst, fährst, dann ist das hier nicht zielführend. Das ist, glaube ich, sogar noch schlechter als mit dem 250er. Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Captain Spinala ist wieder auf Tour. Schönes Auto, aber Rallye, gerade vielleicht mal nicht. Nehmen wir die Credits mit, holen uns irgendwas anderes und. Ja. So, dann gucken wir vielleicht mal, was wir noch hätten. Muscle Car, nee, fällt auch jetzt erstmal weg. Wir bräuchten irgendwas innerhalb der. Oder kurz unterhalb der 400. Ein Civi vielleicht noch. Was haben wir denn sonst noch? Wir hätten noch Meisterschaften. Ja, oder irgendwas innerhalb. Ja, vor allem, ja, wir könnten noch mit dem Rallye-Auto theoretisch nochmal fahren. Wir gucken mal, ob wir irgendwas für 3 oder unterhalb der 300 oder innerhalb der unterhalb 350 so rum bekommen. Ah, nee, die haben da nichts Passendes. Ja, ist wieder zu schnell, aber auch zu teuer. Ah, das ist auch wieder Rallye-Auto. Mhm. Achso, den kann ich mir aber nicht kaufen. Weil es den wahrscheinlich nur als Belohnung irgendwo gibt. Ja, die sind alle, oh, das ist ein TDM-Fahrzeug. Die sind alle noch ein bisschen zu teuer. Ja, die Viper, die könnten wir theoretisch, wenn wir ein bisschen mehr Kohle hätten, kaufen. Aber wir kommen so langsam in die Kategorie richtigeren Autos. So, dann müssen wir tatsächlich nochmal gucken. Was hat man denn Ausdauer noch? 300. Achso, das zweite Event hatte ich auch schon mal probiert. Moment. Mit 300 könnten wir doch eigentlich nochmal. Könnte man nicht den Stratos nochmal auspacken? Dann fahren wir jetzt hier mal ein bisschen Endurance. Wo ist er denn wieder? Der hat mir eigentlich ganz gut getaugt. Dann probieren wir das nochmal. Vielleicht gibt ja auch das wieder ein schönes Auto.
Wenn wir es dann gewinnen. Oh ja, das war die Strecke. Ja, kann mich noch erinnern. Ach, das ist, oh ja Gott, wenn ich mir das so schon anschaue, was die KI da vorne wieder anstellt. Dieser eine einzelne Punkt. Der wird jetzt hier gleich wieder wegfahren. Ja, vor allem wenn ich so fahre, wie ich fahre. Zugegeben, ich fahre ja gerade auch ein bisschen, na, ihr wisst schon. Don't try this at home. Oh je. Ja, immer das Gleiche. Den da vorne werde ich nie einholen. Das wird wieder so sein, dass ich hier inzwischen das Rest des Rennens dann mit den beiden hier rumknüppel. Aber den da vorne, no way. Hoppla. Was auch immer der für eine Karre hat. Müssen wir uns mal die ganzen Credits halt mitnehmen. Ach du Heil, oh Gott, mein Auto ist ja schon halb Schrott. Also halb ist ja noch großzügig beschrieben. Es ist ja fast komplett Schrott schon. Alles klar, es dampft. Ich war hier gerade wieder wie als Kelly noch nie was gefahren. Oh Mann. Also dieses Spiel zeigt mir an manchen Stellen echt so meine Grenzen auf hier gerade. Aber die Hitpoints regenerieren sich interessanterweise wieder so ein bisschen. Ich frage mich, wie das kommt. Was man da genau dafür machen muss, damit das passiert. So wie Anakin Skywalker in seinem Podracer hier. Der steckt einfach ein bisschen was am Motor um und dann läuft die Schüssel wieder.
wenn ich halt irgendwie einen Anhaltspunkt hätte für Bremspunkte. Ne? Das ist sonst auf einer richtigen Rennstrecke so irgendwelche Markierungen. So diese 300, 200, 100 oder sowas. Hast du hier alles nicht, ne? Hast du hier alles. Das ist aber nur so ein komplettes Auswendiglernen und Gefühl. Also ja, mit Bremsen hat das Ding jetzt aber auch so ab und zu mal so seine Probleme. Mag die Strecke nicht. Ja, oder das mit den Hitpoints regenerieren ist quasi so ein bisschen wie bei Call of Duty, nur dass es halt nicht mehr komplett regeneriert, sondern sozusagen halt dann, wenn du halt unter 3 Beverly kommst, dann kommst du halt wieder maximal auf 3 hoch, weil jetzt bei 3 stoppt es ja wieder. Ich werde ja zwischenzeitlich, glaube ich, schon mal unter 2 vor 2 Runden oder so. Immerhin noch mal eine gute Runde hingeballert. 56,1, aber auch da sieht man wieder, es gibt halt Leute, die fahren hier halt mal 50% schneller ungefähr. Nee, also das Endurance Event wird noch ein bisschen dauern, bis ich das hinbekomme. Aber dann mal mit 21.000 müssen wir doch jetzt mittlerweile auch schon was Gutes kaufen können, oder? Also schauen wir nochmal, ob wir irgendwas im 300 irgendwas Bereich kriegen. Ich kann mir das echt nicht merken. Das wäre genau 300. Okay, ich würde sagen, wir machen das Endurance-Event jetzt nochmal. 300 war doch das Maximum, ne? Hoppla, ne, Ausdauer. So, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Ausdauer mit mir. 300. Das wird jetzt hier quasi so ein bisschen die Endurance-Episode. Es ist wieder ein Japaner, der einfach nur um die Kurven driftet. Der kann nicht normal rum, ne? Ich meine, das ist immer noch besser als die amerikanischen Schüsseln, aber... Leute.
Aber wo kommt denn das Eck durch? Oh Mann, oh Mann. Wie schon, der erste, der verpieselt sich schon wieder. Also wenn es zusammen nicht klappt, dann weiß ich aber auch nicht. Also bessere Autos kriege ich hier wahrscheinlich nicht mehr in den Start. Hoppla. Oh Gott. Ich mache hier gerade eher so Wreckfest als irgendwas anderes. Sorry, 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 Leute. Sorry. Man muss aber auch sagen, es ist ganz cool umgesetzt, wie die Schüssel da so um die Kurve driftet. Das haut schon hin. Eieiei, ja, so wird es nichts, ne? Wir müssen halt auf der Strecke bleiben. Aber das ist, also das Eck ist ja so gut. Diese langgezogene Kurve, das ist halt genau dieses Drift-Dings da, ne? Das mag das Auto komplett. Hallo! Ah, da fährt ein Metro. Ja, vor allem fährt das Metro-Ding ist ein bisschen kompakter. Geht ein bisschen um die Kurve besser rum. Uiuiui! Deutlich verbremst. Ja, komm. Jetzt kommt noch der Regen. Oh nein, jetzt kriege ich aber, jetzt verliere ich auch. Das lenkt mich jetzt gerade komplett ab, dieser Regen. Qualmt die Karre wieder. Na komm. Wir können den noch einfangen. Ich hab's doch schon geschafft jetzt da gerade. Das ist doch nicht dein Ernst. Warum hängt er da? Warum muss der Arsch denn da wieder hinten ran? Ich komm so nicht ran. Ich komm so nicht ran. Nein, nicht wieder da hinten, nicht wieder da hinten. Hoppala. Alles klar, wir schieben uns hier mal
Jetzt. Eieiei. Hat mehr Grip, hat mehr Grip, hat mehr Grip. Komm, bleib doch weg, bleib doch weg! Ey, komm schon, jetzt. Ich dachte, ich hab ihn. Ne? Das ist doch definitiv Gummiband-KI. Oh, das wird sowas von eng. Ziel! Oh! Ruhestand! Ja, was soll man dazu sagen? Das war wohl nix, Satz mit X. Es hätte alles werden können, es wurde am Schluss genau gar nichts. Und ja, ich würde sagen, dann beenden wir die Folge hier mit dieser Niederlage. Es tut mir weh, aber ich kann es nicht ändern. Na gut, aber ich nehme mal das Positive mit. Also die Pace war ja grundsätzlich mal da. Wenn ich mich ein bisschen konzentriere, dann ist es auf jeden Fall zu machen. Das Auto ist gut genug. Und ja, damit müssten wir jetzt auch, glaube ich, beim nächsten Mal ein paar neue Events alle insgesamt machen können. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Dann könnt ihr mir Crash-Piloten ein bisschen dabei zuschauen, wie ich mich wieder im Kreis drehe. Und ja, bis diese nächste Folge kommt, schaut euch doch ganz gerne mal ein bisschen bei uns auf dem Kanal um. Wir haben auch ansonsten ziemlich viel anderes Zeug noch da. Ja, da kriegt ihr die Zeit, glaube ich, ganz gut rum. Und ja, ansonsten noch schönen Tag und wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.